Nächste Frage direkt. Es gibt Momente, da traut man seinen Ohren nicht. So einen Moment hatte ich jetzt gerade hier oben in der Bundespressekonferenz. Ich hoffe immer noch, dass ich mich verhört habe bei der Antwort. Sie haben jetzt im Gegensatz zu mir den großen Vorteil, dass Sie es nochmal anhören können. Ich habe es so verstanden, diese Antwort, dass es in Deutschland keine Verbote von Corona-Demonstrationen gegeben hat und gibt, hat mich fassungslos gemacht. Leider habe ich keine Nachfrage mehr, aber hören Sie sich und schauen Sie sich das Ganze einfach mal an. Vielleicht habe ich mich ja verhört. Ich hoffe es sehr. Freudscher Verhörer. Herr Reitsch, was denn nochmal? Eine Corona-verwandte Frage zum Thema Demonstrationen. Wollen wir das da dazu nehmen? Ja? Eine Frage an Herrn Kall. Sind ja nun in Deutschland hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen für den Frieden. Auch der Bundesgesundheitsminister, die Regierung begrüßt das, völlig verständlich, wunderbar. Nun fühlen sich aber einige der Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstranten ungerecht behandelt, weil sie sagen, unsere Demos werden immer noch verboten. Teilweise diese wird erlaubt. Wie kontern Sie denn den Vorwurf, dass da eine Doppelmoral dahinter steht? Also Herr Reitschuster, das kann ich wirklich in keiner Weise erkennen. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen Demonstrationen. Die Friedensdemonstrationen, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, sind nach all unseren Erkenntnissen sehr friedlich verlaufen, auch Corona-konform. Sehr viele Menschen haben Maske getragen, haben Rücksicht genommen. Und wir haben wirklich sehr friedliche, sehr bunte, breit getragene Proteste gesehen. Und was wir bei Corona-Protesten häufig gesehen haben, war massive Gewalt gegenüber Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, gegenüber Journalistinnen und Journalisten, war zum Teil antisemitische Grenzüberschreitungen bis hin zum Tragen von Judensternen, war Hass und Hetze. Nicht überall, da gab es ganz unterschiedliche Proteste, aber wir haben das sehr häufig gesehen. Insofern sehe ich da sehr große Unterschiede zwischen diesen unterschiedlichen Demonstrationsgeschehen. So sagt's. Bin ich jetzt aber sehr überrascht. In Berlin wurden ja immer und werden bis heute die 1. Mai-Demos, die sind nicht verboten, obwohl es da regelmäßig zu Gewalt kommt. Es gibt antisemitische Demonstrationen in Berlin, die auch nicht verboten werden. Warum trifft das dann da zu, dass sie die Demonstrationsfreiheit haben und bei den anderen nicht? Das ist eine eigenwillige Interpretation in meinen Augen. Also von Verboten, Herr Reitschuster, wüsste ich da nicht. Auch die Corona-Proteste haben ja in aller Regel mit Auflagen stattgefunden, aber sind nicht verboten worden. Und die Grenze, die unser Grundgesetz zieht, ist dort, wo Straftaten begangen werden, wo Gewalttaten begangen werden. Dort schreitet die Polizei ein. Und das gilt für alle Demonstrationen gleichermaßen, ganz gleich, wofür oder wogegen da protestiert wird. Ja, wenn es sich bestätigt hat, wie ich das aufgefasst habe, dann macht mich das wirklich sprachlos. Und dann frage ich mich, wie wird denn hier die Realität verzerrt wahrgenommen? Seit 2 Jahren werden Demonstrationen verboten und man sagt jetzt, das gab es gar nicht. Und dann wird gefrämt bis zum Umfallen. Die Demonstrationen werden als antisemitisch gefrämt. Der Zuschauer, der so etwas hört, der noch nie auf so einer Demo war, der wird zu dem Schluss kommen, ganz schlimm gewalttätig. Und ich kenne nun diese Demonstrationen sehr gut. Und ich würde sagen, Gewalt, Antisemitismus und Rechtsradikalismus, die sind dort wirklich die Ausnahme. Bei allen Demonstrationen kommt es mal zu irgendwelchen Ereignissen, aber wie hier massiv gefrämt wird, das wundert mich enorm. Ich konnte noch eine zweite Frage zu Corona stellen, auch wieder nachgefragt zu einem Artikel, den ich erst kürzlich auf der Seite habe, dass in Deutschland verschärft wird, im Gegensatz zu anderen Ländern. Schauen Sie sich das auch an. Herr Reitschuster. Eine Frage an Herrn Defner, sehr viele Länder lockern ja jetzt. In der neuen Einreiseverordnung gibt es eine Verschärfung. Da gilt nur noch als geimpft, wer geboostert ist. Ist das noch zeitgemäß? Was ist der Hintergrund? Warum verschärfen Sie da? Die Einreiseverordnung macht eine breite Lockerung sozusagen möglich. Und das setzt die Bundesregierung um, wie auch lange angekündigt war. Und die Vorgaben für Impfungen, insbesondere eben auch im europäischen Raum, die sind ja auch europaweit gültig. Soviel ich weiß, ist das aber ein deutscher Einzelweg. Ich möchte es nicht beschwören, aber das ist meine Information. Was sind denn die medizinischen konkreten Gründe? Ich glaube, da geht vielleicht etwas durcheinander an der Stelle. Wir haben ja die
Die Vorgabe, wie ich gerade auch schon sagte, 3G bei der Einreise bleibt bestehen. Also wer geimpft, genesen oder getestet ist, reist ein. Das gilt auch nach Inkrafttreten der neuen Einreiseverordnung. Ja, auch das, ja, erstaunlich finde ich es inzwischen nicht mehr. Das hat ja inzwischen schon Tradition, dass hier die Antwort verweigert wird. Man sagt nicht, welche medizinischen Gründe es gibt. Und ja, man geht einfach darüber hinweg. Ja, das war es fast schon bei Corona. Der Kollege Thilo Jung fragte dann noch, ob die Impfkampagne ins Stocken geraten ist. Das ist offenbar so, auch von der Antwort her. Schauen Sie sich das kurz an. Ja, eine kurze Frage zum Impftempo. Das wird ja immer langsamer. Gestern wurden nur noch knapp 100.000 Impfdosen verabreicht. Wie besorgt ist die Bundesregierung darüber und Ihr Gesundheitsministerium? Und versagt die aktuelle Impfkampagne, für diese 16 Millionen Euro ausgeben? Viele andere Facetten. Die Omikron-Variante erscheint den Bürgerinnen und Bürgern nicht ganz so gefährlich. Das trägt möglicherweise dazu bei, dass sich der eine oder andere vielleicht doch noch nicht impfen lassen möchte. Das ist natürlich schade und in einer gewissen Weise, wie gut sie dann letztlich gewirkt hat, werden wir dann am Ende sehen. Dann habe ich nach dem Altbundeskanzler gefragt. Ich habe dessen Rolle bei Putin ja schon seit 15 Jahren kritisiert. Ich wusste das auch schon, bevor er zu Gazprom ging, dass es dieses Angebot gab. Vor den Wahlen damals hatte ich diese Info. Vor den Wahlen 2005 war es, glaube ich, also was das Ganze noch skandalöser macht. Da haben mich Kollegen oft geschimpft und du siehst das viel zu kritisch und ach, du übertreibst. Genau die gleichen Kollegen, die einen jetzt auf der anderen Seite überholen. Wirklich erstaunlich. Schauen Sie sich die Frage an. Dann kommen wir zurück zu Herrn Reitschuster. Bitte schön. Ja. Ein zweiter Anlauf. Frau Hoffmann, Altbundeskanzler Gerhard Schröder und seine Anhänger haben früher immer gesagt, seine enge Verbindung zu Putin habe den Vorteil, dass er im Notfall dann vermitteln könne und auf ihn Einfluss nehmen könne. Ist Ihnen etwas bekannt, dass seinerseits solche Versuche stattgefunden haben? Stehen Sie dahingehend mit ihm in Kontakt? Danke. Nein, da ist mir nichts bekannt. Zusatz? Dann die zweite Frage. Die Mitarbeiter von Herrn Schröder haben ja gekündigt. In den Medien heißt es, das Kanzleramt müsse jetzt entscheiden, ob er neue Mitarbeiter bekommt oder nicht. Ist Ihnen da schon bekannt, wie man das entscheiden will? Herr Schröder hat ja hohe Geldbezüge von russischen Firmen und will man ihm trotzdem dann noch auf Kosten der Steuerzahler weiter Mitarbeiter zur Verfügung stellen? Danke. Da ist mir auch nichts bekannt zu irgendwelchen Veränderungen. Ja, da macht es sich die Bundesregierung in meinen Augen sehr einfach. Man hat keine Informationen. Man könnte auch ein klares Zeichen setzen und jetzt sagen, nein, keine Mitarbeiter mehr. Warum sollen die Steuerzahler das bezahlen, wenn Schröder gleichzeitig Unsummen von Gazprom und von Rosneft bekommt? Also das ist wirklich in meinen Augen eine Pervertierung des Gedankens, dass Altbundeskanzler hier unabhängig sein sollen, indem sie noch vom Staat etwas bekommen. Dann sehr viel zu, alles andere war Ukraine. Auch verständlich in meinen Augen. Und teilweise sehr naive Fragen, wo ich mich wirklich gewundert habe, wird gefragt, was machte der BND-Chef in der Ukraine? Ein Geheimnischef, wenn der etwas macht, dann ist das nichts, was man hier sagt. Also da wundere ich mich dann etwas über das Verständnis. Voilà. Dann eine Online-Frage von Andreas Peter, RIA Novosti Deutschland. BND-Chef Karl musste am 24. Februar aus Kiew evakuiert werden. Kann die Bundesregierung erläutern, mit welchem Auftrag Karl vor Ort gewesen ist? Soll ich? Ja, also zu den Aufträgen des BND-Chefs äußern wir uns hier nicht. Thilo Jung fragte dann noch, ob man die Ukraine sich selbst überlässt. Schauen Sie sich das an. Nun, Verständnis, Frau Hoffmann, wenn Deutschland militärisches Eingreifen ausschließt, dann überlässt man der Ukraine sich selbst, oder? Also militärisch gesehen hat die Ukraine alleine keine Chance gegen Russland. Das nehmen Sie in Kauf. Nein, man überlässt die Ukrainer nicht sich selbst. Das habe ich ja eben schon versucht darzustellen. Die Ukraine wird mit Waffenlieferungen aus Europa, aus den USA unterstützt. Wir unterstützen die Ukraine ökonomisch und wir vor allen Dingen, das ist sicher ein ganz, ganz entscheidendes Instrument, wir setzen Russland unter Druck mit Sanktionen, um Putin dazu zu bewegen, diesen Krieg aufzugeben.
Eine klare Frage, Antwort gab es auch auf die Frage nach einer möglichen direkten militärischen Einmischung der EU und der NATO in der Ukraine. Bitte. Was den Neutralitätsstatus angeht, also manche Experten sagen, dass Waffenlieferungen schon ein Grund sein können, um dieses Land als Konfliktpartei ansehen zu lassen. Ich glaube, das Wort Neutralität ruft hier falsche Assoziationen wach, in Wahrheit. Also Deutschland, die EU, die NATO sind ja in dem Sinne nicht neutral in diesem Konflikt, sondern sie verurteilen ganz klar die russische Aggression. Deutschland und die EU werden nicht militärisch eingreifen in diesem Konflikt. Sehr gut fand ich die Frage, ob man nicht jetzt in Angesicht dieser Krise mit Polen und Ungarn einen Neuanfang wagen sollte und auch die EU-Sanktionen gegen diese aussetzen. Bitte. Zusatzerklärung? Könnte man sich vorstellen, wegen dieses jetzigen Zusammenrückens auf die eingeleiteten Verfahren, Sanktionen gegen Orbán und Kaczynski zu verzichten? Ich würde diese Fragen voneinander trennen und ich gehe davon aus, dass das sind ja rechtsstaatliche Verfahren. Da kann man ja nicht einfach plötzlich das Recht aussetzen. Also davon würde ich nicht ausgehen. Ja, leider konnte da die Regierung nicht über ihren Schatten springen. Muss ich kurz auf meine Liste schauen. Denn so viel habe ich auch nicht im Kopf. Dann stellte der Kollege Jolkwer, der immer als Jolkwer ausgesprochen wird, aber er heißt Jolkwer und so viel Achtung sollte schon sein, der stellte die Frage, die ich auch stellen wollte, darum habe ich meine zurückgezogen, wie man denn die Auslandsvermögenswerte von Putin und Co. erkennen kann. Der hat ja über Strohmänner das Opernpalais in München, Luxushotel in Frankfurt, Luxushotel hier in Berlin, aber wie will man da rankommen? Bitte. Herr Jörg war noch in der Reitschuster. Ja, wie wollen Sie denn das finden? Die Investigativjournalisten sagen, Deutschland ist ein schwarzes Loch, weil keine Informationen herausgegeben werden, wem was gehört. Wie wollen Sie denn das, auf welcher juristischen Grundlage das feststellen, dass eine Rede von Herrn Putin oder Herr Lavrov jetzt hier in Deutschland irgendeine oder ihre Familienangehörige hier was haben? Das ist ja nicht das erste Sanktionspaket, was in Deutschland umgesetzt wird. Es gibt andere Pakete gegen andere Länder und dort gibt es etablierte Strukturen und Prozesse, die eingespielt sind seit sehr vielen Jahren. Und es gibt Vollzugsbehörden, dazu gehören die Behörde gegen Geldwäsche, die BaFin, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, die Bundesbank, die alle zusammenarbeiten, um solche Sanktionspakete umzusetzen. Und das ist auch in diesem Fall so. Diese Strukturen werden aktiviert. Möglicherweise muss man dort nochmal eine Arbeitsgruppe bilden, muss man dort nochmal Maßnahmen treffen, die speziell auf dieses Sanktionspaket gerichtet sind. Aber das ist ja kein Neuland für unsere Vollzugsbehörden, die Ministerien, die daran beteiligt sind und die Länderbehörden. Dann ging es auch um die Yachten der Oligarchen. Bitte. Frage an die Bundesregierung, wahrscheinlich ans Wirtschaftsministerium. In Hamburg liegt derzeit die Yacht eines sanktionierten Oligarchen von Herrn Usmanow. Plant die Bundesregierung, diese Yacht und auch ähnliche Vermögenswerte von sanktionierten Russinnen und Russen zu beschlagnahmen? Die Rechtstexte für die Sanktionen liegen uns seit noch nicht mal 48 Stunden vor. Die Bundesregierung ist jetzt intensiv dabei, Maßnahmen zu treffen, um diese Sanktionen effizient und effektiv umzusetzen. Ich habe dann noch nach den Gasreserven gefragt, weil Deutschland sich da in meinen Augen völlig unnötig abhängig gemacht hat von Putin. Hören Sie sich die Frage von mir und die Antwort an. Wenigstens ist die Bundesregierung da einsichtig. Das muss man ihr zugutehalten. Bitte. Dann Herr Reitschuster, jetzt doch zu diesem Komplex. Eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Deutschland hat ja sehr hohe Speicherkapazitäten für Gas, hat aber einen großen Teil von denen unter Kontrolle von Gazprom gegeben. Großbritannien hat das schon früh zu einer Frage der nationalen Sicherheit gemacht und so etwas ausgeschlossen. Bereuen Sie jetzt Ihre frühere Haltung und wie wollen Sie damit in Zukunft umgehen? Danke. Also die Gasspeicher sind in Deutschland im Eigentum der Gasversorger, der Gashändler, also im Privateigentum. Und Minister Habeck hat klargemacht, dass wir dort mit Regulierung stärker eingreifen wollen, mit dem Ziel, dass wir im Oktober eines jeden Jahres etwa 80-90% Füllstand haben. Und nun wird mit dem neuen Gasreservegesetz, glaube ich, heißt das,
Dort gibt es Überlegungen und Eckpunkte und da wird darauf eingegangen, auf welche Weise das realisiert wird, unter der Voraussetzung, dass die Gasspeicher in privater Hand sind. Die Einzelheiten sind mir noch nicht bekannt. Das müssen wir, also das wird sich in der Diskussion um dieses Gesetz herausstellen. Verstehe ich aber richtig, dahingehend, dass die bisherige Lösung für Sie jetzt nicht mehr sehr ideal aussieht. Genau so ist es, dass also nun dort an dieser Stelle was geändert werden muss, dass also staatlich eingegriffen werden muss in die Vorratshaltung. Das ist politischer Beschluss und das wird in dem Gasreservegesetz auch reflektiert. Dann gab es auch wieder eine Frage, die ein gewisses Framing enthält zu Zurückweisungen angeblichen wegen Hautfarbe an der ukrainisch-polnischen Grenze. Bitte. In den letzten Tagen gab es Berichte auch in deutschen Medien, dass Menschen an der Grenze zur Ukraine selektiert werden, nach ihnen aussehen und nicht in die EU gelassen werden. Welche Informationen hat die deutsche Regierung darüber, an Innenministerium oder Außenministerium? Ja, vielleicht kann da das AA. Wir kennen diese Meldung natürlich. Die Außenministerin selber hat gestern in ihrer Rede bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen auch darauf Verweis genommen. Und diese Berichte, sofern sie denn stimmen, sind natürlich erschreckend und ein derartiges Verhalten für uns völlig inakzeptabel. Für Flüchtlinge gelten die gleichen Regeln unterschiedslos. Vielleicht kann ich da ergänzen, dass im Rahmen der Beratung der EU-Innenministerinnen und Innenminister es auch von den anderen Mitgliedstaaten das Bekenntnis dazu gab, dass Einreisen selbstverständlich für alle Menschen, die aus der Ukraine flüchten, möglich sind und Menschen dort durchgelassen werden. Ja, und um die Flüchtlinge ging es dann auch noch. Deren Zahl ist nicht nachvollziehbar, weil es ja keine Grenze gibt zwischen Polen und Deutschland, beziehungsweise eine Grenze gibt es schon, aber da wird nicht kontrolliert. Schauen wir da abschließend noch mal kurz. Mit einer Online-Frage von Gernot Heller an das Bundesinnenministerium. Können Sie uns ein Update zu den Zahlen von Menschen geben, die bislang aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind? Ja, Herr Heller, ich kann Ihnen sagen, dass bislang die Bundespolizei 5.309 Einreisen von aus der Ukraine geflüchteten Menschen in Deutschland festgestellt hat. Aber wie Sie wissen, gibt es keine Binnengrenzkontrollen, jedenfalls keine regelmäßigen Binnengrenzkontrollen, sondern nur stichprobenartige. Deswegen kann es sein, oder ist es sehr gut möglich, dass schon auch wesentlich mehr Menschen Deutschland erreicht haben, aber natürlich nicht in der Dimension wie unsere Nachbarstaaten. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Nochmal zur Erinnerung. Oh, jetzt muss ich aufpassen, da kommt Herr Jung und Herr Jessen im Hintergrund. Das ist, glaube ich, ein Mitarbeiter. Nicht, dass ich dann Ärger kriege, weil ich die Maske hier nicht aufhabe. Aber ich möchte das nicht wie Karl Lauterbach machen, dass ich Interview mit Maske gebe, obwohl ich jetzt eine sehr schöne Maske hier habe. Aber hier kann man auch essen daneben. Und von daher denke ich, dass ich jetzt beim Reden bei dieser Aufzeichnung nicht mehr Viren versprühe als andere Kollegen beim Essen. Ja, was mich wirklich schockiert hat, das war diese Meldung, die Antwort auf die Frage nach den Demonstrationen. Es gibt auch der legendäre Blogger Argonerk hat das zusammengestellt bei Zeit Online, einen Beitrag, wo man berichtet, dass in Hamburg Demonstrationen verboten wurden und gleichzeitig dann schreibt, in Russland nutzt man Corona als Vorwort, um Demonstrationen zu verbieten. Kognitive Dissonanz in meinen Augen. Nochmal, ich finde es ganz, ganz toll mit den Frieden-Demos und war am Sonntag zu spät in Berlin, sonst wäre ich hingegangen, ganz eindeutig, aber nicht mit zweierlei Maß messen. Das finde ich wirklich erschreckend und wenn man dann sagt, die wurden nicht verboten, dann frage ich mich, wie hoch ist das Maß an Realitätsflucht hier inzwischen. Und nochmal zur Erinnerung, warum ich jetzt kurzfristig wieder in die BKK kann. Ich bin ausgeschlossen, der Ausschluss ist aber nicht rechtskräftig noch. Es hat aufschiebende Wirkung, dass ich Widerspruch eingelegt habe. Und ich bin ja auch jetzt für die russische Oppositionszeitung Novaya Gazeta tätig, die ganz massiv jetzt unter Beschuss steht. Und ich bin freiberuflich für die auch noch Korrespondent. Und es wäre natürlich ein fatales Signal in meinen Augen, wenn man jetzt jemand ausschließt, der für die russische kritische Medienlandschaft auch noch aus Deutschland
berichtet, was im Moment wirklich anstrengend ist, weil ich dann teilweise bis in die Morgenstunden da auch noch was für die russischen Kollegen schreibe und die haben im Moment wirklich Angst. Zwei Sender wurden geschlossen, ganz, ganz schlimm. Also deswegen hier der Ausschluss noch nicht rechtskräftig, aufschiebende Wirkung. Und das Zweite, ich habe auch wieder kurzfristig einen genesenen Nachweis, sonst dürfte ich hier nicht rein. Schauen Sie wieder rein, bleiben Sie weiter so, wie Sie sind. Für die Meinungsfreiheit, für unterschiedliche Meinungen. Wir müssen damit leben, dass wir auch in bestimmten Bereichen unterschiedliche Meinungen haben. Was anderes gibt es nur in einer Diktatur. Und das macht die Demokratie aus, dass man freundschaftlich sein kann, wenn man unterschiedliche Meinungen hat, wie ich im Interview mit dem Dieter Dehm im Gespräch. Grundverschieden, 180 Grad verschiedene Meinungen, aber wir achten uns, wir schätzen uns und sind im Austausch. Unterstützen Sie, ich weiß, in der Zeit hat man viele andere Sorgen, aber wir haben keine GEZ-Gebühren. Das ist alles nur dank Ihrer Unterstützung möglich. Vielen herzlichen Dank, schauen Sie wieder rein. Alles Gute, ciao. Nächste Frage, der Reitz. Ja, und zum Schluss als Backstage dann doch noch einen russischen Witz, den ich schon mal erzählt habe, aber viele sind ja neu hier und ich erzähle ihn jetzt in der groben Fassung, weil das ist genau das, wie es mir geht, das ist genau meine Stimmung und das ist ein jüdischer Witz. Ich liebe den jüdischen Humor aus Russland und da trifft Chaim den Jakob und fragt ihn, Jakob, wie geht's dir? Dann sagt Jakob, weißt du, ich habe früher immer gesagt, dass alles scheiße ist. Jetzt stellt sich heraus, das war reinstes Marzipan, was wir damals hatten. Genau das ist meine Empfindung. Ich wünsche Ihnen Frieden. Frieden und nochmal Frieden. Uns allen und vor allem den Ukrainern. Alles Gute. Danke. Ciao.